Guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Gäste, guten Morgen, liebe Täuflinge. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, das wir gleich sehen werden. Genau, zurück. Das ist Heinrich Trauer. Heinrich Trauer kommt aus Minden, er ist Rentner und er ist relativ krank. Trotzdem hat er es geschafft, im Rentenalter über 200.000 Euro Schulden anzuhäufen. Innerhalb kürzester Zeit hat sich sein Schuldenberg erhöht. Darunter war zum Beispiel eine Rolex für 25.000 Euro, mehrere Führerscheine in Tschechien und noch vieles, vieles mehr. Wie hat es dieser Mann geschafft, in so kurzer Zeit so viel Geld auszugeben? Ganz einfach. Jemand hat seine Identität geklaut. Jemand hat sich als Heinrich Trauer ausgegeben und in seinem Namen Dinge gekauft, Führerscheine abgeschlossen, ganz, ganz viele Dinge angehäuft und sein Schuldenberg stieg immer und immer mehr. Es ist interessant, was passieren kann, wenn ein anderer Mensch deine Identität hat. Unsere Identität, wer wir sind, unser Name prägt unser Leben. Der mittlerweile inhaftierte Bernd U. hat durch diese Identität Käufe tätigen können, die er sonst hätte niemals tun können. Wer wir sind, prägt unsere Identität. Wer wir sind, bestimmt, wie wir handeln und wie wir unser Leben führen. Ich möchte eine neue Predigtserie eröffnen. Rian und ich haben beschlossen, in der nächsten Zeit durch den ersten Petrusbrief zu predigen. Weil wenn einer von uns das machen würde, dann würde das ein paar Jahre dauern, weil natürlich noch Feiertage dazwischen kommen, wo man die Predigtreihe nicht fortführen kann. Und wir haben beschlossen, zusammen, also immer wieder, wenn wir predigen, natürlich auch mit einigen Ausnahmen, durch den ersten Petrusbrief zu predigen. Wir haben die Reihe genannt mit Jesus unterwegs. Darum geht es im ersten Petrusbrief. Eigentlich sollte Rian nächste Woche mit der Predigtreihe starten, aber ich fand, dieser einleitende Text, den wir uns heute anschauen, passt so gut zur Taufe, dass ich Rian gefragt habe, ob wir nicht tauschen können, weil in den ersten Worten beantwortet Petrus uns eine essentielle Frage, die gerade für uns als Christen und gerade für Neugetaufte extrem wichtig ist. Er beantwortet die Frage, wer bin ich als Christ? Was bedeutet es, Christ zu sein? Ich möchte mit euch kurz in den Text schauen. In 1. Petrus 1 sagt er, Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien. Es ist interessant, heutzutage schreibt man einen Brief so. Man sagt, lieber Herr sowieso, dann schreibt man den Brief und am Ende sagt man mit freundlichen Grüßen und dann kommt die Signatur. Also dann sagt man, wer hat diesen Brief geschrieben. In der Antike war das anders, da hat man zuerst den Autor geschrieben, Paulus, Apostel Jesu Christi, und dann an wen es geht. An wen schreibt er diesen Brief? Und es ist interessant, er sagt, an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Was meint er damit? Es gab Christen, die vorher Juden waren, die aber nicht in den Grenzen Israels gelebt haben, sondern im Ausland. Sie haben eigentlich in einem anderen Land gelebt, ein Land, von dem sie eigentlich nicht rechtmäßige Bürger waren, weil sie von der Ethnie her, von ihrer Abstammung her, Juden waren. Und Paulus nimmt dieses Bild und er sagt, ich schreibe an euch, nicht an euch, ihr Bewohner in Galatien, Pontus und so weiter, sondern ich schreibe an euch Fremdlinge. Ihr seid eigentlich fremd. Das Erste, was uns Paulus hier sagt, ist, wir sind hier nicht zu Hause. Wenn er an diese Menschen schreibt, dann benutzt er das nicht nur, um zu sagen, hey, ihr seid außerhalb der Grenzen Jerusalems und Israels, sondern er sagt, ihr seid hier nicht zu Hause. Das ist ein Thema, was sich durch den ersten Petrusbrief durchzieht. Aber wenn man sich dann die Frage stellt, okay, wir sind hier nicht zu Hause, was sind wir dann? Das beantwortet er in Vers 2. Das ist ein Relativsatz. Ein Relativsatz beschreibt das, was davor genannt wurde.
Das heißt, er nennt sie Fremdlinge und dann sagt er, was seid ihr eigentlich? Das sagt er in diesem Relativsatz. Er sagt, diejenigen, die auserwählt sind, gemäß der Vorhersehung Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Interessant, hier haben wir die Vorhersehung des Vaters, die Heiligung des Geistes und die Besprengung des Blutes durch den Sohn. Er nimmt die komplette Gottheit, die ganze Dreieinigkeit und sagt, ihr seid vollkommen mit Gott verbunden. Petrus beantwortet diese Frage, wer bin ich als Getaufter? Wer bin ich als Christ? Ich bin hier nicht zu Hause, sondern ich bin Teil von Gottes Volk. Und das möchte ich uns heute mitgeben. Das ist ein Christ. Ein Christ ist nicht jemand, der sich darüber definiert, welches Auto ich fahre. Ein Christ ist nicht jemand, der sich darüber definiert, wie viel Geld ich auf dem Konto habe. Ein Christ ist nicht, der sich darüber definiert, dass er heute hier im Gottesdienst steht. Ein Christ ist nicht jemand, der irgendwie ins Ausland fährt und Mission macht, sondern ein Christ ist in erster Linie jemand, der eigentlich zu einem ganz anderen Volk gehört. Ein Christ ist nicht jemand, der einen deutschen Pass hat, sondern ein Christ ist jemand, der Jesu Herrschaft hat. An der Taufe erinnert man sich gefühlt immer an seine eigene Taufe. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von mir und einem anderen gut aussehenden jungen Mann. Die Taufe ist ein einschneidender Einschnitt. Es ist nicht etwas, was bei euch heute passiert. Es ist nicht etwas Mystisches, sondern es ist ein Symbol von etwas, was bei euch schon längst passiert ist. Mit der Bekehrung seid ihr Teil von Gottes Volk geworden. Ihr seid Teil von Gottes Volk. Gott hat euch zu sich bekannt. Und egal, was für Fehler ein Mensch machen wird, egal in was für geistliche Kämpfe er kommen wird, egal welche Hindernisse auf dem Weg sind, er bleibt immer Teil von Gottes Volk. Ich habe euch mal einen Pass mitgebracht, das ist ein deutscher Pass. Ob ich jetzt geblitzt werde und ein paar Punkte kassiere und dann vielleicht noch meinen Lappen verliere, ich bleibe trotzdem deutscher Bürger. Egal, ob ich Verbrechen begehe, egal, ob ich Menschen anlüge, egal, ob ich Fehler mache, andere Menschen enttäusche, ich bleibe immer noch Gottes Bürger. Genauso wie dieser deutsche Pass meine Nationalität sichert, sichert die Gottesherrschaft, dass Gott in deinem Leben regiert. Petrus sagt hier, dass du mit dem Blut Christi besprengt worden bist. Das ist deine Identität. Ein Christ ist nicht jemand, der sich richtig verhält, sondern ein Christ ist jemand, dessen Name im Buch des Lebens steht. Und egal wie dieser Weg auch laufen mag, mit allen Hürden, mit allen Hindernissen, mit allen Schwierigkeiten, wissen wir doch, dass wir Gottes Kinder sind. Amen. Ich würde vorschlagen, ich bete noch. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns erlöst hast, dass wir besprengt sind mit deinem Blut. Ich danke dir dafür, dass auch sich Menschen heute dazu entschieden haben, das öffentlich zu bekennen. Etwas, was in ihrem Leben schon stattgefunden hat. Sie sind deine Kinder, sie wollen dir folgen, sie wollen diesen Weg mit dir gehen. Ich möchte dich bitten, dass du sie ganz besonders segnest, dass du uns besonders segnest in dem Weg mit dir, mit allen Schwierigkeiten, die so etwas haben mag, dass wir uns immer daran erinnern, eine Entscheidung, die wir getroffen haben, der Glaube an dich stellt sicher, dass wir deine Kinder sind, dass wir nicht hier zu Hause sind, sondern dass wir Bürger eines anderen Volkes sind, ein Volk, das noch kommen wird, wo wir ewig bei dir sein werden. Danke dir dafür. Amen.